880 Kilometer, 7000 Höhenmeter, 1200 Spitzensportler. Einen Tag und eine Nacht sitzen diese Athleten durchgehend am Bike. So wie Elena Roch. Sie ist ganz alleine gestartet und hat den Sieg eingefahren. Ohne Vorbereitung läuft bei so einem extremen Rennen nichts. Einfach viel fahren, viel Spaß am Radlfahren haben und sich freuen, dass man einfach so lange durchfahren kann. Die Tirolerin schafft in 24 Stunden 729,4 Kilometer. Das Ergebnis beeindruckend. Der 24-Stunden-Radmarathon in Griskirchen. Für Sportler und Veranstalter mehr als nur ein Rennen. Ich denke auch, dass gerade in dieser Zeit Gesundheit einen ganz wichtigen Aspekt hat. Bewegung und Sport gehört dazu. Und die Begeisterung für den Sport, das ist ein bisschen in die Gene von Raiffeisen Oberösterreich und von Raiffeisen Griskirchen. Ja, Oberösterreich ist ein Radsportland und Griskirchen ist heute die Hauptstadt dieses Radsportlandes. Es ist wirklich unglaublich, was Griskirchen immer wieder aufstellt. Und damit das gelingt, braucht es Freiwillige. 350 sind an diesem Wochenende im Einsatz. Die Planung dafür dauert ein Jahr. Der Radmarathon ist ja weit über die Grenzen hinaus bekannt und die Organisatoren sind top. Und ich glaube, wir haben heuer wieder einen absoluten Starterrekord. Es wird auch immer wieder als beliebtestes Rennen bewertet. An die 24 Stunden ist sicher die größte Herausforderung, dass man im Kopf fit ist und dass man sich einfach darauf einstellt, dass es kein Sprint ist, sondern dass es lang dauert. Eine Runde hat 21,7 Kilometer. In 24 Stunden fahren Spitzensportler bis zu 40. Das ist die Strecke von Linz bis Hamburg. Herausforderungen auf der Strecke gibt es gleich mehrere. Dann haben wir eine sehr schnelle Abfahrt hinein nach Bad Schalabach. Da muss man ein bisschen aufpassen, da hat es in den letzten Jahren das eine oder andere Mal ein bisschen gescheppert. Und dann haben wir noch den Kröpfel-Münnerberg, der Scharfrichter kurz vor Griskirchen. Also ich glaube, die Strecke ist sehr interessant. Daneben stehen die sogenannten Fahrerlager. Dort werden nicht nur die Teilnehmer betreut und versorgt. Auch die Bikes bekommen ihren letzten Schliff. Bei Tag und Nacht treten die Spitzensportler in die Pedale. In der Nacht fahren, sehr interessant, es bilden sich wieder größere Gruppen als untertags. Untertags sind sehr viele Einzelkämpfer. In der Nacht bilden sich dann diese Lichtkegel. Das Highlight ist einfach die Runde, wo der Sonnenaufgang stattfindet. Also das ist ein Erlebnis, da reden die Teilnehmer noch jahrelang davon, von dieser Runde. Und von diesen Runden werden auch die Zuseher noch reden. Bei der Ergometer Challenge, powered bei Raiffeisen Oberösterreich, durften alle in die Pedale treten. Pro gefahrenem Kilometer wird 1 Euro an das Rote Kreuz gespendet. Eins der härtesten Rennen Österreichs, der 24-Stunden-Radmarathon in Griskirchen. Fixpunkt für Besucher und Profisportler.